jetzt ist der Hauptkampf des Abends zwischen The Executioner und Diesel. The Executioner. You ready? Diesel. Und los geht's. Der heutige Titelkampf ist angesetzt auf 5 Runden mit je 5 Minuten. Oh, der Headkick landet im Ziel. Oh, sie ist angeschlagen. Oh, schöner Haken. Oh, der Kick landet am Kopf. Starker Punch. Brutales Ground and Pound. Super Punches jetzt. Und der Kampf ist vorbei. Man konnte hier von der ersten Sekunde ansehen, wie heiß sie war. Ihre Gegnerin war noch gar nicht richtig im Kampf und musste schon eine ganze Reihe schwerer Treffer einstecken. Und dann war es auch schon vorbei. Kommen wir jetzt zu unserer Kampfwiederholung. Und jetzt zu Bruce Buffer mit dem offiziellen Ergebnis. Ladies and gentlemen, referee Dan Bugliotta has called a stop to this contest at 44 seconds of the very first round. Declaring the winner by TKO and still the undisputed UFC bantamweight champion of the world, The Executioner. The Executioner bleibt also die UFC-Titelträgerin im Bantamgewicht der Frauen.